Moin, willkommen zum Video der Fahrradtour 2015 zu Ostern. Mein Name ist Osman Möwe und jetzt geht's los. Ja, dann geht es auch schon los. Und zwar seht ihr jetzt ein Bild von dem Fahrrad meines Vaters. Wie wir gepackt haben, habe ich jetzt nicht gefilmt, weil es ist einfach so Zeugs, Lebensmittel und so in die Satteltaschen und den Rest hinten drauf geschnallt. Dann sind wir losgefahren. Bei Wetter war es etwas, naja, es hat nicht geregnet, das war schon mal gut. Da sind wir halt losgefahren, nach 12 Kilometern haben wir den ersten Stopp gemacht. Das war beim Edeka Aktivmarkt in irgendwo. Ja, der Name fällt mir nicht ein, ist mir gerade ein bisschen peinlich, aber egal. Dann sind wir weitergefahren, das wäre insgesamt 32 Kilometer, hat nicht viel zu faul, das auszurechnen. Dann waren wir in Molfsee. Molfsee sollte jeder kennen, das ist ein Freilichtmuseum, kennt man, ne? Ja. Da habe ich ein kleines Video gemacht und das seht ihr jetzt. Leute, wir sind hier gerade nach 32 Kilometern in Molfsee angekommen. Ich gehe hier gerade über so eine Wiese, keine Ahnung, ob ich das darf, um ein Foto zu machen. Foto von der Mühle. Das ist jetzt so der erste Bericht aus der Reise. Man sieht gerade nur, egal. Ist auf jeden Fall erst zwei Pannen in 30 Kilometern. Hälfte haben wir also schon geschafft. Und ihr seht jetzt noch ein schönes Foto von dieser Mühle da. Naja, das war jetzt Zwischenstopp in Molfsee. Vielleicht werde ich gleich noch, mal sehen, wie wir fahren, eine zweite Mühle finden. Dritte habe ich schon gesehen. Später hätten wir auch noch eine Mühle finden. Ja, ich bin Mühlenfan. Merkt man an meinem Profilbild. Ja. Ich werde, glaube ich, nicht mehr viel filmen, bis wir da sind. Also, Plön. Und, ja, am Plön werde ich wahrscheinlich wieder filmen. Also, würde ich sagen, bis dann. Was heißt der Sau nicht Plön, du Vogel? Egal. Wir sind weitergefahren. Hier nochmal ein Bild von der anderen Mühle aus dem Freilichtmuseum Molfsee. Ich war zwar nicht im Museum, aber außerhalb des Museums habe ich nochmal ein Foto gemacht. Dann sind wir weitergefahren zu noch einer Mühle. Und zwar zur Mühle in der Nähe von einer Straße auf einem Berg. Den Ort kennt ja jeder. Ja, die stand da halt so, Privatgrundstück. Der Berg war zwar klein, aber wir haben erstmal so eine kurz durchatmen müssen. Dann sind wir weitergefahren, haben wir erstmal eine kleine Pause gemacht mit Lecker Minuto. Was heißt Lecker Minuto? Es gibt andere Sorten. Das wurde jetzt geändert, ohne Geschmacksverstärker, zumindest mit nicht mehr so viel. Also E jetzt, nicht mehr so viel E. Geschmacksverstärker ist auch wieder falsch. Auf jeden Fall jetzt anderes Dosenfutter hier. Das hört sich so lecker an, da sitzen wir. Wir sind weitergefahren nach der Sau, nicht nach Plön, sondern nach der Sau. Der Sau liegt auf der anderen Seite des Plöner Sees ungefähr. Also am Plöner See liegt das natürlich. Ja, dann sind wir da angekommen. Wir dachten eigentlich, dass es 60 Kilometer werden. Es waren 75, wegen unseres tollen Weges. Naja, wir sind auf jeden Fall angekommen, Zelte aufgebaut, hingesetzt, Wetter gecheckt, Wetter nicht so geil. Bisschen kalt, aber okay. Dann sind wir halt, haben noch ein bisschen Toastbrot gegessen aus der Pfanne, so muss das sein. Sind schlafen gegangen. Ich hatte die Luftmatratze, wo irgendwie ein bisschen Luft rausging. Das war sehr schön. Die Nächte, muss ich sagen, die waren echt sehr kalt. Also sehr, sehr, sehr kalt. Ich habe mit 5 Schichten Klamotten oder so geschlafen. Eine Strickjacke, das war trotzdem kalt in meinem Schlafsack. Ich habe jetzt auch nicht den dicksten Schlafsack, aber egal. Bin dann noch langsam abgesagt, das war herrlich die Nacht. Jetzt geht gerade mein Monitor aus, ich hoffe, dass es gerade noch weiterläuft. Dann sind wir auf jeden Fall wieder aufgestanden, haben wieder Toastbrot aus der Pfanne gegessen. Ja, es läuft weiter, das ist prima. Und sind zu einer Windmühle gefahren, wie überraschend, Windmühle Sventana bei Ascheberg. Ja, da... Schönes Bild. So sieht die Mühle aus. Da haben wir dann nochmal kurz Pause gemacht. Und das ist der Mühlenstein, der da vorliegt. Das ist auch Privatgrundstück. Und jetzt kommt nochmal ein kleines Video, was ich dort aufgenommen habe. Ja, moin Leute. Wir sind jetzt hier in Ascheberg bei der Mühle Sventana angekommen. Hier stehen gerade unsere Fahrräder und mein fünffach reparierter Ständer. Da oben ist die Mühle. Wir haben jetzt vor... noch wahrscheinlich zum Plöner See zu fahren, also nach Plön.
Döner See sind wir ja schon. Und wir sind ja noch am überlegen, ob wir denn noch mal wirklich um den See rumfahren oder ob ich das mit dem Fokus hinkriege oder ob das reicht. Ich glaube, ich rede hier gerade komplett in den Wind. Die Mühle liegt mitten in Wind. Ich guck gerade, wo man... So ist das besser mit dem Wind. Hoffe ich. Weil da hinten ist gerade noch so ein Träger am Trägern. Die laden Flug auf dem Anhänger, sehr schlau. Ja. Wir stehen hier jetzt, trinken noch, essen was und dann, ja, geht's weiter. Ab Plön ungefähr werde ich mir dann auch die GoPro auf den Kopf setzen. Bis dann. Ja, dann sind wir wie gesagt weitergefahren und kurz nach Plön haben wir nochmal einen kleinen Stopp gemacht. Und hier kommt jetzt nochmal ein kleiner Bericht von mir. Ja, wir sind hier jetzt gerade am See, irgendwo in der Plön oder so. Ich weiß nicht, ob man mich hört. Ich sollte vielleicht, ja, jetzt gehe ich ans Wasser. Hier ist es noch lauter. Ich bin ja schlau. Da hinten irgendwo ist der Campingplatz und wir machen hier gerade Rast. Ich werde mir gleich mal die Kamera auf den Kopf setzen, also nicht die hier, sondern die andere. Und ja, dann geht das los, nicht? Ja, und mit der GoPro auf dem Kopf sind wir dann vom Plöner See am Plöner See zum Plöner See gefahren, Richtung Bosau von Plön aus. Und das seht ihr jetzt einfach mal im Zeitraffer mit ein bisschen Musik hinterlegt, ja, aus der Sicht meines Kopfes. Ja, dann haben wir nochmal einen kleinen Zwischenstopp gemacht auf so einem auf so einer Mini-Zwischeninselstück, Halbteil zwischen den Plöner Seen. Da waren halt noch so Tiere, so
Rinder und Gänse und einen Weg. Dann sind wir weiter gefahren. Ich weiß gar nicht mehr, wo genau wir dann lang gefahren sind. Auf jeden Fall sind wir vorwärts gefahren. Das weiß ich noch, zu einem Berg. Und da haben wir dann eine kleine Pause gemacht. Von da aus, da erinnere ich mich noch gut dran, war dann so ein langer Waldweg, der sehr lang wirkte. Ja, lange Wege wirken lang. Dahinter kam dann so viel Wind, dass wir kaum im ersten Gang vorwärts fahren konnten. Ist das nicht schön? Ja, dann sind wir wieder zurück. Wir dachten eigentlich in Bosau, finden wir was zu essen. Da gab es irgendwie 6 Essmöglichkeiten, aber nix hatte gerade einen Mittagstisch oder auf. Ja, dann sind wir halt weitergefahren nach Hause wieder. Also nach Hause, was heißt nach Hause wieder? Nach der so zu unserem Campingplatz. Von da aus haben wir dann noch irgendwo so eine Art Imbiss gefunden. Ja, wieder hingelegt. Diesmal hatte ich eine Matratze, die nicht sofort leer geht, sondern eine, die hält. Die hat dann mein Vater gekriegt. Ja, jetzt hört ihr doch einen Morgenbericht von meinem Vater und ja, viel Spaß. Es ist ungefähr 20 nach 6, Morgenstimmung am Plöner See. Die Nacht war arschkalt, aber die Sonne kommt langsam hoch und dann wird es gleich warm. Und jetzt kommt nochmal kurz ein Bericht von mir, und zwar, das war jetzt halt der Tag vor dem Morgenbericht gerade eben. Ist mir gerade noch eingefallen, dass ich das Video noch habe. Wo wir gerade halt nichts gefunden hatten. Und da berichte ich jetzt nochmal kurz. Viel Spaß damit. Ja, wir sind jetzt wieder am Campingplatz hier angekommen. Wir haben jetzt gerade den Plöner See umfahren. Und haben festgestellt, der nächste Ort, wo es Essen gibt, das ist Plön. Außer wir finden gleich in Aschberg nochmal was. Das heißt, wir können jetzt entweder nochmal hier essen, wo wir schon gestern gegessen haben. In so einem Opa-Oma-Opa-Restaurant mit Musik, die keiner hört. Oder wir gucken jetzt nochmal, ob es in Aschberg irgendwie Döner oder Imbiss gibt. Mal gucken. Jetzt kommt der Wind wieder. Geil. Auf jeden Fall, das waren jetzt irgendwie so 45 Kilometer. Ich muss lauter reden. Warten wir den Wind ab. Das war's mit dem Wind. Ja, dann gucken wir gleich. Es ist jetzt so circa 16, naja, halb vier. Sagen wir halb vier. Es ist halb vier. Es war aber noch lange nicht so schlimm wie gestern, die 70 Kilometer, weil, ja, es ist warm und nicht kalt, außer der Morgen, der war ein bisschen arschkalt, aber, ja, ich kann ja mal hier scharf stellen, Campingplatz, Sonne, und ja, ich melde mich dann irgendwann nochmal, ja. So kam auch schon der letzte Morgen und man sieht schon, er war sehr, sehr kalt. Da starren wir gerade einfach nur aufs Toastbrot, warten bis es warm wird und dass wir uns in Nutella Brocken und Butterklumpen raufschmieren können, raufklatschen können, was auch immer. Dann haben wir halt unsere Zelte sehr schön zusammengepackt und sind weitergefahren. Ich kann mich nur noch erinnern, dass wir in Flintbeck gegessen haben. Am Imbiss war sehr, sehr lecker, zumindest fanden wir das. Hier sieht man nochmal meinen gepackten Turm. Ich habe das Fahrrad in der Mitte. Das kleinste Fahrrad, yay. Ja, es hat gehalten. Also das ist, wir haben danach aber nochmal zur Sicherheit neu gepackt. Dann sind wir weitergefahren zum Westensee und da habe ich jetzt nochmal ein Bild. Da sitzen wir vorm Westensee. Und jetzt gibt es noch ein kleines Video mit der GoPro vor dem Westensee. Etwas leise das Ganze, aber naja, das passt schon. Ja, das geht.
nicht runter, deswegen. Oh Gott. Ich versuche. Nach diesem sehr, sehr leisen Video gibt es jetzt noch ein paar Bilder von der Westensee. Von der Westensee, ich glaube auch. Vom Westensee. Hier sitzt jemand auf dem beim Westensee. Hier ist der Westensee. Das ist mein Vater beim Westensee. Das ist der Steak beim Westensee. Das ist der Steak mit einem Typen auf dem Westensee. Das bin ich beim Steak auf dem Westensee. Und das ist Schilf auf dem Westensee. Und mich hier am PC. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ist es ja schön. Schreibt doch Kommentare, wie ihr es fandet. Ob ihr es gut fandet, ob ihr es schlecht fandet. Verbesserungsvorschläge, ist mir egal. Ich habe das hier gerade geschnitten. Hoffe, dass ich es innerhalb von 30 Stunden hochladen kriege. Oder wahrscheinlich wird es wieder 2 Tage dauern. Das war's von mir. Das nächste Video kommt wahrscheinlich in einem Monat. Ich will nichts versprechen. Dann kommt jetzt wirklich das Dampfmaschinen-Video. Die nächste Fahrradtour, die wir geplant haben schon, ist in den Sommerferien, also in 8 Wochen. Die ist ein bisschen größer. Das Video wird wahrscheinlich erst in 10 Wochen oder so rauskommen, weil ich ja langsam bin. Die Tour ist übrigens nochmal nebenbei. Die haben wir in den Osterferien gemacht. Es waren insgesamt 190 Kilometer. Und ja, tschüss.